mal auf meine Hand. Nehme dein Blick nicht mehr von meiner Hand. Und du merkst, dass meine Hand immer näher auf dein Gesicht zukommt. Und du merkst, wie deine Augen mit jedem Atemzug immer schwerer werden. Du merkst, dass sich die Augen schließen. Aber du kannst die Augen erst endgültig schließen, wenn ich deine Stirn berührt habe. Die Augen gehen immer wieder auf. Du merkst langsam, dass es eine richtige Qual für dich wird, die Augen offen zu halten. Noch schwerer. Vielleicht merkst du, dass die Augen anfangen zu drehen. Die Augen immer schwerer werden. Immer schwerer. Immer schwerer. Aber schließen kannst du sie erst, wenn ich deine Stirn berühre. Und schlaf tief. Aber wenn du die Augen öffnest, unterliegst du einer optischen Halluzination und deine Lieblingskörperstelle beginnt auf einmal zu wachsen. Du hast keine Ahnung wieso, aber wenn du bei 3 die Augen öffnest, unterliegst du einer optischen Halluzination und deine Lieblingskörperstelle beginnt auf einmal immer mehr und mehr zu wachsen und wird immer größer und hört gar nicht mehr auf zu wachsen. 1, 2, einmal die Augen auf. Das ist eigentlich richtig witzig. Merkst du irgendwas? Schade. Ich hatte die Lieblingskörperstelle. Oh Gott, wie langweilig. Gestern hatte ich jemanden gesagt, meine Füße, wo die Füße immer größer. Ja. Nur mal kannst du nur bei ausgewählten Leuten spielen, weil sehr viele Leute. Mit Männern kannst du nur mal gar nicht spielen, aus verschiedensten Gründen. Und bei Frauen musst du auch immer aufpassen, mit wem du die Nummer machst. Okay, schade. Das wird witzig. Na, höchstens meine Augen, aber die kann ich ja nicht sehen. Oh, die wachsen. Ja, okay, gut, kann man machen. Okidoki. Mann, schlaf tief und fest. Fühl dich völlig wohl und völlig entspannt, wenn du noch tiefer sinkst. Bei der Zahl 3 kannst du gleich die Augen öffnen. Und wenn du die Augen öffnest, hast du ein kleines Problem. Denn jeden Satz, den du dann ab sofort sagst, beginnst du mit dem Wort, ganz anders, immer. Wenn du das Wort Ping hörst, musst du ab sofort automatisch das Wort Pong hören. Sobald du das Wort Ping hörst, kommt aus deinem Mund automatisch das Wort Pong. Du kannst da gar nichts gegen machen. Und du hast das Wort Ping und sagst reflexartig Pong. 1, 2. Einmal Augen auf. Das ist nämlich witzig. Ich gehe in meiner Freizeit unheimlich gerne Ping. Pong. Spielen. Und dann hast du ja so Ping. Pong. Schläger. Und dann spielst du mit Ping. Pong. Bällen. Das ist super witzig, weil dann hast du so ein Ping. Pong. Spiel. Kannst du auch Ping. Pong. Spielen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, sehr gut. Nett, dass du die Sätze vollendest, dann Ping. Pong. Ist ja ein super witziges Spiel, kannst es auch mal sein lassen. Ich habe doch nur Ping. Pong. Gesagt, ne? Und dann kann man ja gegeneinander mit den Ping. Pong. Schlägern spielen. Manchmal hast du 2 Ping. Pong. Spieler. Manchmal hast du 3 Ping. Pong. Spieler oder 4 Ping. Pong. Spieler. Ach, ich liebe das. Kannst du es mal unterdrücken? Mit aller Kraft, weil ich sage ja nur Ping. Pong. Kaputt, Digga. Fühlst du dich total bescheuert, oder? Schade. Ich dachte, da sage ich ja noch Ping. Pong. Das lasse ich drin, das ist gut. Dann sage ich, ich schicke Shelly eine SMS, sie soll einfach mal, wenn sie dich irgendwie sieht bei der Arbeit, sagen Ping. Pong. Das wäre witzig. Super witzig. Oder dein Chef mit einem Verkaufsgespräch Ping. Pong. Auch witzig. Pass auf, Lena, kannst du einmal deine rechte Hand so nehmen? Genau, einmal so halten. Guck mal einmal hier auf die Fingerkuppe. Ich zähle von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 spürst du, wie deine Hand langsam auf dein Gesicht zugeht. Und in dem Moment, wo deine Hand dein Gesicht berührt, merkst du, dass deine Augen zufallen und du in einen tiefen, entspannten Schlaf sinkst. 1, 2, 3. Die Hand kommt immer näher, die Augen werden immer schwerer. Alles um dich herum verschwindet. Immer schwerer. Und